schön, endlich mal hier zu sein. Wir feiern heute ja gleich zwei Premieren. Erstes Mal sind wir schon seit 5 Jahren auf Tour, aber wir haben noch nie in Goslar gespielt. Also wir werden alle Zeugen der ersten Goslar-Premiere. Und die zweite ist, wir haben schon sau viele Konzerte gespielt, aber noch nie in einem Bergwerk. Wow, auch geil. Ich bin sehr besonders hier. Wir haben heute ein bisschen rumgeguckt und so. Und was hier für Tonnen von Erz abgetragen wurden, schon krass, oder? Also, Leute, es ist Samstag, habt ihr ein bisschen Bock auf Party? In Goslar geht man doch samstags steil, oder? Wollen wir zusammen steil gehen hier? Habt ihr Bock? Wollen wir uns ein bisschen bewegen? Was mit euch da hinten? Hallihallo, hi, Max, auch ihr. Seid gegrüßt. Also alle mal locker flockig reingrufen in Abend, ne? Kalifornien heißt der Song. In deinem Kopf tobt der Regen, alle Gedanken blockieren. Du suchst ein anderes Leben, wann immer du mich brauchst, ich bin hier. Und wenn du nicht mehr kannst, trage dich auf hin. Du warst hier in 30, 32 Minuten ausverkauft. Wie fühlt sich das an, wenn einem das Management sagt, du brauchst das nicht mehr ankündigen, die Karten sind weg? Das war wirklich abgefahren. Das habe ich auch im Internet habe ich auch nachgelesen. Ihr postet ja immer schön fleißig, was ja sehr gut ist. Und dachte dann, was, das muss so ein Fehler sein. Kann ich nicht sagen, dass wir irgendwie 700 Tickets verkaufen. Wenn wir noch vor 3 Jahren auf Tour gegangen sind und insgesamt auf unserer Deutschlandtour 700 Tickets verkauft haben mit Ach und Krach. Jetzt kommen wir hierher und der Laden ist da gleich dicht. Das freut natürlich sehr. Also heißt auf jeden Fall, dass wohl irgendwas passiert sein muss. Alle noch wach? Okay. Ich bräuchte die schönsten Uhus, die ihr jemals in eurem Leben gesungen habt. Es geht so. Eingezogen ist und ihre Wohnung auch ganz oben ist bei mir.
Also vor 3 Jahren waren 700 Tickets das Nonplusultra, jetzt passiert das an einem Abend und noch mehr. Was ist passiert in den letzten 3 Jahren? Du, ich habe irgendwie anscheinend ein paar richtige Songs geschrieben. Ne? Ich habe mich nach der ersten Platte, die auch schon ganz gut lief, ohne großes Major-Label, dann wirklich nochmal hingesetzt und gesagt, so jetzt will ich so das Album schreiben, wo ich mit allem happy bin. Das kann auch jetzt gern ein Jahr lang dauern, der Songwriting-Prozess. Und dann habe ich mich auch wirklich hingesetzt, glaube ich, 40 Songs geschrieben. Und irgendwann dachte ich mir, okay, wenn ich da so meine 13 Favoriten rauspicke, so, dann könnte da schon eine ganz gute Platte rauskommen. Dann hat es auch wieder lang gedauert, bis wir ein Label gefunden haben, haben viele Absagen bekommen. Und ich war wieder kurz davor, das über Crowdfunding laufen zu lassen, also mit Hilfe der Fans wieder. Dann haben wir doch noch einen Partner gefunden. Und dann ging das irgendwie so los, dass 18 Millionen lang seit dem Radio lief. Und ich kaum meinen Ohren glauben konnte, dass es jetzt wirklich passiert. Jo. Springt man dann im Zimmer rum, wenn man das erste Mal sich selbst im Radio hört und sagt, geil, irgendwie, ich glaube, das passt jetzt? Oder wie fühlt man sich an so einem Tag? Also das war wie ein Traum. Ne? Also gut, ich habe mir ja schon davor irgendwie 2-3 Mal im Radio gehört. Vorher hatten wir mal so Handeinsätze, ne? Dass ein Sender dann mal einen Song cool fand und dann irgendwie abends um 12, wenn eh niemand mehr zuhört, das dann einmal spielt. Dann habe ich halt reingeschaltet und so, wow, cool, läuft im Radio, kriegt zwar niemand mit, aber ist ja ganz cool. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das läuft jetzt wirklich öfters, ne? Dass es also wirklich relevant wird, der Song. Das merkt man immer, wenn man irgendwie 4-5 Stunden im Auto fährt und du hörst den Song halt per Zufall irgendwie 6-7 Mal, egal wo man rumfährt in Deutschland. Da dachte ich mir, okay, jetzt passiert schon irgendwas. Und dann kamen halt immer mehr Konzerte ran. Das war eigentlich mein großer Traum. Also ich mache das ja eigentlich, um Konzerte zu spielen, weil das liebe ich am meisten so. Ich bin eigentlich so, also gefühlt so für die Bühne geboren. Also ob ihr das jetzt so seht, weiß ich nicht, müssen wir heute Abend mal feststellen. Aber das ist für mich das Größte, dass wir jetzt auch so viel spielen können. Das, mega. Weißt du noch, wir zwei im Garten deiner Eltern haben gelabert und geknutscht die ganze Nacht. Und zwischen Kippenkerzen und billigem Motor uns die wildesten Versprechen gemacht. Haben geplant, mit Trampen einmal nach Sizilien und schreien irgendwo zusammen. Und da hätten wir ein Haus direkt am Wasser mit einem ganzen Haufen Kinder an der Hand. Manchmal kommen mir diese Gedanken, dass alles auch genauso hätte kommen können. Was ganz Großes du und ich. Yeah, vielleicht im nächsten Leben. Vielleicht im nächsten Leben. Was wir uns dann wieder sehen, dass ich dich nicht nochmal gehen. Ja, was würde ich dafür geben? Vielleicht im nächsten Leben. Neulich wieder mal in unserer Gegend. Ein paar alte Freunde haben erzählt, was du so machst. Bist wieder blond und hast eine Wohnung in der Südstadt. Du hast studiert und hast es ziemlich weit gebracht. Was wäre aus uns beiden wohl geworden? Hätten sich unsere Wege nicht getrennt. Hätten wir die großen Träume durchgezogen. Wie in Hollywood-Filmen mit Happy End. Manchmal kommen mir diese Gedanken, dass alles auch ganz anders hätte kommen können. Was ganz Großes du und ich. Jetzt freu dich nochmal alle Hände. Vielleicht im nächsten Leben. Und die geht so. Vielleicht im nächsten Leben. Falls wir uns dann wiedersehen, lass ich dich nicht nochmal gehen. Und dann kommen noch 2 Echo-Nominierungen oben drauf und man kippt dann um, oder wie läuft das dann, wenn man da einen Anruf kriegt? Da war ich auch wirklich, das hat mich nochmal vom Hocker gehauen. Ne? Also gerade dieser Künstler-National-Echo, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich dachte, für Newcomer könnte man rein theoretisch nominiert werden, weil es gab einfach jetzt nicht so viele, die irgendwie letztes Jahr rausgekommen sind, und da hätte ich mich schon
also ich will nicht sagen geärgert, wenn das nicht eigentlich nominiert worden wäre, aber ich habe ein bisschen mit gerechnet, muss ich jetzt mal gestehen. Mhm. Aber fürs Künstlernational, für die Künstlernationalgeschichte, irgendwie, da bin ich ja mit Udo Lindenberg und Westernhagen in der Kategorie Xavier Naidoo, Mark Forster, da irgendwie dabei zu sein, ist schon eine Sache. Und wird, glaube ich, schwierig, das zu bekommen, aber Hauptsache mal nominiert sein. Wenn doch ein deutliches Markenzeichen. Das wäre geil, ne? Dann hätten wir mit jedem Preis abgeräumt, wo man nominiert war. Ich meine, vor, wann gab es denn, irgendwie November oder so, haben wir mal den ersten bekommen. Alles total überraschend so. Meins Live-Krone war irgendwie auch. Genau, Meins Live-Krone. Also ich habe wirklich mit keinem Preis gerechnet, aber irgendwie hat das immer letztes Jahr ganz gut hingehauen. Jetzt beim Echo ist auch wieder mal was Besonderes, weil ich habe mich da immer die letzten 4 Jahre da immer reingesneakt. Also ich war nie offiziell eingeladen. Ich habe einmal gewartet, bis mein Gitarrist rauskommt. Der war von seinem Verlag eingeladen, hat mir sein Bändchen gegeben um 2 Uhr nachts. Dann bin ich mal drüber, bin da sehr einsam rumgelaufen, weil ich einfach niemanden kannte. Und dachte mir, okay, da hast eigentlich nichts verloren hier. Du kennst kein Schwein, brauchst nicht nochmal kommen. Und das nächste Jahr hat man dann irgendwie schon mal 10 Leute gekannt. Ein Jahr drauf, mal 30. War aber nie offiziell eingeladen. Und jetzt nominiert. Wow. Alright! Wir brauchen ja alle mal so unsere Ausflucht vom Alltag. Deswegen gehen wir auf Konzerte, lenken uns ab. Da haben wir alle so unsere Mittelchen. Die einen fliegen auch mal in Urlaub oder so. Oder 5, 6 Tage nach Goslar. Wer weiß? Wieder andere, die kochen mit ihren Freunden so. Das ist immer so eine ganz individuelle Geschichte. Andere, die gehen tanzen. Und zwar in Goslar. Samstagabend wollen wir zu denen gehören, die im Samstagabend hier beim Miners Rock tanzen. Frag euch, habt ihr Bock? Okay, dann bräuchte ich mal alle Hände oben bis hinten durch. Sehr schön. Nicht aufhören zu klatschen. Ganz normale 50-Stunden-Woche. Einkommen. Erstmal für die Kleinkommen. Ist für sie ja kein Problem. Weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre. Ohne Kinder. Selber laufen. Aber ihr Tag ist keine Pause zu. Sie will träumen, macht die Augen zu. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Für den Moment, bevor sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. Ist alles los, nur für das Gefühl. Da geht sie barfuß hin und aus. Jet allein durch Alaska, springt vor Radio Bambo. Durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Ist alles los, nur für das Gefühl. Wir sind ab Mitte Mai dann jedes Wochenende auch von dem Wochenende, Mittwoch kommt der Nightliner nach Hamburg, holt uns ab und setzt uns am Sonntag wieder ab. Und Montag und Dienstag bin ich dann, wenn es gut läuft, zu Hause. Das kommen halt wieder neue Termine. Aber da muss man schon Bock drauf haben. Aber das ist ja ein Job, wo man aufsteht und sagt, okay, geil. Man lebt seinen Traum. Das ist was anderes. Also ich habe ja auch kurz so eine Bankausbildung gemacht, 2 Wochen. Und da bin ich halt aufgestanden und hatte halt keinen Bock so richtig. Und was ich jetzt mache, klar gibt es mal Tage, da ist man mal einen getrunken irgendwie oder ist halt mal nicht so fit oder ist jetzt nicht der Strahlemann. Aber ich sag mal, 95% der Zeit habe ich da immer tierischen Bock drauf. Und das macht das Ganze halt sehr, sehr schön. Wie war denn so ein, heute ist Samstagabend oder noch Samstagnachmittag, wie war denn so ein Samstagnachmittag vor, keine Ahnung, 6 Jahren? Und vielleicht, wie müsste so ein Samstagnachmittag in 6 Jahren sein? Vor 6 Jahren hätte ich jetzt bestimmt noch zu Hause entspannt. Ich hätte mich gerade kuriert vom Discoabend. Obwohl, vor 6 Jahren habe ich auch schon richtig viel Musik gemacht. Da war ich immer in Karlsruhe als Musiker unterwegs, habe in Kneipen gespielt oder auf Hochzeiten oder sonst alleine was. Alleine? Meistens alleine. Ich habe dann so eine Anlage dabei gehabt, die habe ich dann immer schön aufgebaut, habe dann meinen Soundtrack selber gemacht, war ganz gut, also klang auch immer okay. Und dann habe ich da 3 bis 5 Stunden immer musiziert. Das ging so 2, 3 Jahre so. Und dann wäre ich an diesem Samstag, wäre ich wahrscheinlich jetzt so um 8 losgegangen,
hätte das wieder aufgebaut und wäre so um 2 nach Hause gekommen. Und da hatte ich aber so ein bisschen Angst, okay, Max, wenn du das jetzt aber noch 5, 6, 7, 8 Jahre so weitermachst, dann hast du vielleicht da keinen Bock mehr drauf. So. Weil es war halt auch immer, also immer die ähnlichen, also gleichen Lieder, die ich halt gesungen habe. Ich habe schon ein bisschen variiert, aber ich dachte mir, irgendwann wäre es ganz schön, wenn man sich da irgendwie selbst entfalten könnte. So. Und dann war mir das irgendwann klar, okay, jetzt musst du wirklich hier einen Schlussstrich ziehen, sonst wird das überhand nehmen. So. Weil das lief so gut, dass es auch finanziell cool war so, und das wird wahrscheinlich so weitergehen können. Mhm. Und dann muss man irgendwann sagen, so, jetzt nur noch dann das eigene Zeug, sonst komme ich dann nicht mehr vom Fleck. Und in 6 Jahren? In 6 Jahren sehe ich mich tatsächlich irgendwo in einer Kleinstadt. Ich komme ja aus dem Dorf. Und finde das auch total charmant immer noch. Also ich freue mich immer tierisch, wenn ich in Karlsruhe bin und jetzt hier in so einer Ecke, wo es halt keine Großstadt irgendwie ist. Da komme ich total bei runter. Also ich finde es gerade gut, in meinem Alter jetzt in Hamburg zu wohnen und so. Und da geht's ab und da hat man was zu tun und alle wohnen da. Aber irgendwann muss ich mal wieder so wieder zurück aufs Land. Und da werde ich aber trotzdem dann noch Musik machen. Aber ich glaube, dass man irgendwann sagt, okay, das Aufkommen an Gigs, irgendwie so 150, 140 Shows, das kannst du wahrscheinlich auch nicht ein ganzes Leben lang machen. Du musst ja auch irgendwann mal gucken, weil wir mal eine Family haben oder sonst irgendwas. Und dann spielt man halt nur 40, 50 Mal. Oder nur 4 große Stadien oder so. Oder nur Stadien. What's up? Let's do the Stadien. Unser Markenzeichen ist ja der Helm, weil wir hier alle Bergleute und deshalb auch alle Kumpel sind. Mhm. Und deshalb kriegt jeder Künstler von uns einen so von meinem lieben Freund Giovanni gestalteten Helm. Also das ist mega. Immer mit dem Wunsch, wenn man nicht zu sehr auf seine Haare bedacht ist, den natürlich beim Auftritt zu tragen, zumindest damit auf die Bühne zu kommen. Wir haben aber auch Verständnis, wenn das nicht geht. Wir freuen uns ganz doll, dass du hier bist. Ich darf herzlichen Dank sagen und dir diesen wunderschönen Helm. Richtig schön, ey. Das ist ein kleiner Künstler, ne? Ist er, ja. Das werde ich auf jeden Fall behalten hier, dieses Gerät. Und, kann man auch mal Reeperbahn gut gebrauchen, so einen Helm auf jeden Fall. Das ist gefährlich. Super, vielen Dank. Danke dir. Hammer. Ja, komm. So. Es war ein sehr schöner Abend hier mit euch, Leute. Das können wir gerne mal wieder wiederholen. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ne? Und wir sind dieses Jahr auch noch ein paar Mal unterwegs. Also wenn ihr Lust habt, steht bestimmt noch mal hier in der Ecke, kommt gern vorbei. Und danke, dass ihr hier gewesen seid. Schönes Ding. Schönes Ding. Versucht vielleicht, ich meine, wir werden ja oft so mit dem ganzen Internetkram eingezogen. So, wenn ihr so auf die kleinen Dinge achtet, es könnte sein, dass die Person, die gerade neben euch steht, dass ihr mit ihr euer ganzes Leben verbringen könnt. Gar nicht wissen. Offenen Augen durch die Welt gehen. Kann ich nochmal alle Hände haben? Das wäre grandios. Gustav, mach mal leer! Wo ich herkomme und 1000 Menschen im Ort daneben. Zweimal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem 6 im Lotto gesucht. 7 Nächte die Woche so wenig gepennt wie auf einer Achterbahn. Draußen und kamst noch mal zurück. Du sagtest Hi, mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Alle Hände, ich war nie gute Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber das hier hab sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, gegen 0. Doch stehen wir jetzt hier bei Miners Rock. Dass wir nichts verstehen.
Ich weiß es.